Hallo und willkommen zu einem neuen PayPal-Update. PayPal's Chart hat sich von einer, naja, sagen wir mal, impulsiven Bewegung jetzt dann doch in eine Diagonalbewegung, sagen wir mal, transformiert, verändert. Da haben wir beim letzten Video schon drüber gesprochen, dass dies vermutlich so sein wird, da dieser Pullback relativ tief war und dann hat man eine kleine Überlappung mit diesem Hoch vom 1. August und diesem Tief vom 10. September war es, glaube ich, hier, 9., 10. September. Und deswegen muss es einfach, also es kann schon mal keine Impulsbewegung nach oben sein. Das wäre vielleicht auch einfach zu einfach gewesen. Und das ändert aber jetzt nicht mehr hier den größeren, sag ich mal, das größere Pattern, die größere Struktur wird dadurch nicht verändert. Zumindest nicht wesentlich. Klar, es ist jetzt kein Impuls mehr. Es sah vorher schon nicht wirklich stark impulsiv aus, zumindest nicht hier diese Bewegung nach oben am Anfang. Aber daher müssen wir das dann doch jetzt als Diagonale betrachten. Das heißt, eine Welle 1 nach oben von diesem Tief im Oktober letzten Jahres, eine Welle 1 nach oben, dann hier diese Welle 2 als, sage ich mal, Flat-Korrektur und dann wären wir jetzt in der Welle 3. Die Welle 3 ist eine ABC-Struktur, wo die B-Welle hier eine Unterstützungszone hat zwischen 60,22 $, die ist jetzt neu, und 67,11 $. Zwar war auch jetzt rein, was die Fibonacci-Niveaus angeht, die vorherige Unterstützung für eine, das war ja eine Welle 4, die ich da getrackt hatte, nicht invalidiert, aber aufgrund dieser leichten Überlappung mit diesem Swing-High vom 1. August ist es auf jeden Fall nicht mehr impulsiv. Deswegen habe ich einfach die Zone angepasst entsprechend, um zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um einen B-Welle-Rücksetzer handeln könnte, also Welle B von 3. Und danach könnte es eben nach oben gehen in Welle C von 3. Dann sollte es noch eine 4-5-Struktur geben und diese würde dann eben diese fünfteilige Bewegung nach oben abschließen. Aber wir sind jetzt gerade mal zur Hälfte irgendwo am Ziel. Wir sagen, das ist eine 1, das ist eine 2, dann wäre ja die 3 jetzt irgendwie hier am Laufen. Aber wir wären erst so in der Mitte der Welle 3, weil wir jetzt gerade so in dieser B-Welle-Korrektur sind. Nochmal zur Erklärung: Diese Diagonalbewegungen, die bestehen ja aus korrektiven Strukturen. Das heißt, so eine Welle 3 ist eine ABC-Struktur. Ja, eine Welle 4 ist eine ABC-Struktur. So eine Welle 5 ist eine ABC-Struktur. Nur für alle, die sich fragen, was ist denn der Unterschied von oder zwischen einer Impulsbewegung und einer Diagonale. Die Diagonale ist einfach wesentlich anfälliger für, ja, was heißt Fehler, für Störungen, ja, weil diese Korrekturstrukturen, ja, also hier eine A, B, C, wiederum in der A-Welle, macht er jetzt die B und die C, das ist dann die Welle 3. Jede Korrekturstruktur kann sich ganz leicht verändern und deswegen muss man da so flexibel sein, ja. Wir haben trotzdem Parameter, die wir beobachten können, gerade hier zwischen 60,22 $ und 67,11 $. Und von da kann es dann eben nach oben gehen in Welle C von 3. Aber er muss halt die 60,22 $ halten, damit wir eben so auch, sage ich mal, weitermachen können mit diesem Szenario, dass man sagt, okay, wir haben einen B-Welle-Rücksetzer, der sollte normalerweise nicht unter das 78,6er fallen. Wenn wir darunter fallen, wäre das nicht unbedingt die Invalidierung, aber die Invalidierung würde auftreten bei einem Bruch unter das Tief der Welle 2. Da sprechen wir über die 57 $. Und das heißt, aktuell, ich schaue immer noch auf steigende Kurse, wird nicht einfach sein und werden. Das ist genau das, was uns diese Struktur mitteilt. Es wird schwierig, ja, viel auf und ab, vielleicht auch unerwartete Bewegungen und vielleicht auch einige Anpassungen unterwegs, gerade was die Mikrostruktur angeht. Darauf muss man einfach gefasst sein, wenn man es mit diesen Diagonalbewegungen zu tun hat. Und jetzt aktuell, wenn wir mal wirklich in die Mikrostruktur nochmal reingehen, hier in den 1-Stunden-Chart, da sehen wir, dass der Preis hier runterlief von diesem Swing High, welches am 5. September ausgebaut wurde in Kreis A. Das hier war dann eben ein Pullback, der sieht fünfteilig aus. Das heißt, ich gehe aktuell davon aus, dass das die A-Welle war, der B. Er macht jetzt eine kleine B-Welle Rally. Da kann man sogar einen Standardwiderstand mal definieren. Der liegt zwischen 70,64 $ und 72,76 $. Und von da kann es dann eben in der C-Welle nach unten gehen, um Kreis B abzuschließen. So sehe ich aktuell die Mikrostruktur, aber auch die übergeordnete Struktur hier.
Das heißt, $60,22 sind ganz wichtig und darunter der Invalidierungspunkt bei knapp, ja, sagen wir mal, knapp unter den 57 Dollar. So viel zu PayPal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und einen Kommentar. Habt einen schönen Abend und ein schönes Wochenende noch. Bis dann. Ciao, ciao.